Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, Sonnenaufgang ungefähr 10 Minuten vor 7 Uhr, auch 6.50 Uhr genannt. Heute Nacht minus oder in der Früh minus 2 Grad Morgentemperatur am Thermometer, das heißt draußen wird es minus 3, minus 4 Grad haben, klarer Frost und es ist uns aufgefallen, dass am Himmel deutlich weniger Streifen waren. Das ist komisch, weil wir sehen jetzt hier überhaupt keine Streifen und das ist dann etwas, wo ich sage, das gefällt mir nicht. Ja? Das ist merkwürdig. Auf einmal nirgendwo Streifen, keine Wolken, gar nichts. Ja? Wir wissen, die K-19 Tankflugzeuge wurden daher wahrscheinlich umgebaut, zurück umgebaut für ihre Verwendung zur Luftbetankung. Komisch, oder? Wie man das ablesen kann. Aber schauen wir mal. Weil es gibt ja noch genug Zivilmaschinen und Cargomaschinen, also die da auch brav sozusagen an der Klimarettung teilnehmen. Nur jetzt fällt mir auf, und ich vermute, dir wird es auch aufgefallen sein, dass der Himmel, wir schauen noch einmal. Ah, okay. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Habe ich doch jemanden gesehen, fliegt aber extrem hoch, ja. Kriege ich ganz schwer ins Bild hinein, aber verglichen mit sonst extrem wenig. Ja, extrem wenig. Es ist jetzt relativ windstill, wenn wir hier die Baumwipfeln anschauen. Schauen wir mal hier in der Ferne. Wie bewegen sich die Baumwipfeln hier? Haben wir Bewegung hier? Versuch ruhig zu halten. Nix, gell? Da bewegt sich doch etwas. Der Vogelschredder Lügencheck. Positiv. Sie schwurbeln und kurbeln wieder ambitioniert wie bei Starkwind. Nur leider können wir auch hier schon die Ästchen oder hier. Wir können anschauen, hier, da. Seht ihr, wie die Ästchen? Da hinten sehen wir, bei der Weide oder was das ist. Da bewegt sich ein bisschen was, ja. Aber ganz sicherlich nicht in der Stärke, welche eine solche Umdrehungsgeschwindigkeit gerechtfertigen würde. Schauen wir mal, wie die Schwurbelkurbler im Hintergrund sich drehen. Wir erahnen sie silhouettenhaft und sie drehen sich sehr, sehr müde. Sehr, sehr müde. Also Lügencheck positiv. Das ist einmal die gute Nachricht des Tages. Also das heißt, unsere grüne Energie funktioniert bestens. Und ich würde sagen, vielleicht könnte man diese Windräder, ja, es sind ja wirklich nur diese beiden Windräder, die so vorbildlich funktionieren, vielleicht könnte man das als Weltenergierettungsmodell einsetzen. Das sind Windräder, die keinen Wind brauchen. Ja? Also das heißt, vielleicht kann man das Modell dann so weiter perfektionieren, dass man die Räder runternimmt und sie produzieren trotzdem Strom. Also so eine Art Standrad oder eine Art Nichtrad oder was nicht, ein Stator. Ja, ganz interessant. Man darf ja wissenschaftlich progressiv denken, weil das wird uns ja als real verkauft. Also das heißt, vielleicht sollte man diese super Windräder eben weltweit überall montieren und dann wäre das Stromproblem gelöst. Hey Pippi Langstrumpf, wie die Hopsasa, wie die Tralala. So, das war's. Das war's hier vom Dachboden aus. Schauen wir mal, wie es im Westen ist. Dort ist ja bekanntlich laut Remarque, Krämer, nichts Neues. Schauen wir, gibt es im Westen was Neues? Na, die Bäume stehen noch. Wolken sehen wir keine. Wanderer haben auch keine entdeckt. Gut, passt. Ende.